Circa 2 Kilometer hinter der oberösterreichischen Grenze liegt die über 800 Seelengemeinde Altenmarkt bei St. Gallen in der Steiermark. Am Ortsanfang, direkt neben der Enns, wurde Mitte der 80er Jahre eine Kläranlage errichtet. Die Häuserbauart der 80er sorge noch heute für Probleme. Vor 80 sind Häuser gebaut worden, die was das Oberflächenwasser, also sprich Dachwasser und das Kommunale gemischt haben. Und das kriegen wir jetzt leider alles einer. Und durch das haben wir viel Fremdwasseranteil im Kanalnetz, was mitkommt. Und wenn ein großes Regenereignis ist, sind das erhebliche Mengen. Um mit diesen Regenmassen besser umgehen zu können, wurde im vergangenen Jahr ein Anlagenscreening durch die Abwasserspezialisten der VTA aus Oberösterreich gemacht. Inklusive Schlammzulauf haben wir analysiert und haben dann geschaut, welche Komponenten hier abgängig sind, sodass die Biologie ordentlich arbeiten kann und dass die Anlage natürlich effizienter wird. Durch eine Umstellung beim Klärprozess können nun Energie und Sauerstoff eingespart werden. Außerdem sei die Betriebssicherheit erhöht worden. Das Kanalnetz der Gemeinden St. Gallen und Altenmarkt erstreckt sich über eine Länge von ca. 36 Kilometer. Die starken Regenfälle der vergangenen Wochen waren nun eine Bewährungsprobe. Denn an normalen Tagen fließen etwa 450 Kubikmeter Abwasser in die Kläranlage ein. An dem Wochenende haben wir über 2000 Kubikmeter gehabt pro Tag. Und die Enns hat schon zurückgestaut. Das heißt, es hat aus der Kläranlage nichts mehr ausrennen können. Und somit hat sich alles aufgestaut, aber der Schlamm ist schön unten geblieben. Ja, da war einmal das Glück auch, dass das Wasser, der Wasserpegel nicht über die Kläranlage drüber gegangen ist. Und durch das, dass wir die Flockenstruktur verdichtet und beschwert haben, hat es sehr gut in der Nachtklärung sedimentiert und eingedickt und ist dann auch genau an Ort und Stelle geblieben. Das heißt, durch den gezielten Einsatz der VTA-Produkte und das Know-how des Klärwärters konnten alle Grenzwerte eingehalten werden. Und es ist kein Abwasser ausgetreten.